Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte euch mal zeigen, wie wir die ganzen Waffenständer, die auf dem Server so rumstehen, bestücken können. Respektive habe ich da ein paar vorgefertigte Dateien für euch, die ihr euch erstmal nehmen könnt. Und ja, viel Spaß mit dem Video. So, wie gerade schon erwähnt, habe ich ein paar vorgefertigte Dateien erstmal für euch, sowohl für Tschernoros als auch für Livonia. Ich würde sagen, wir gucken uns die Dateien einmal an, schmeißen die auf den Server drauf und gucken dann, ob das Ganze funktioniert hat. So, und zwar können wir hier in dem Video einfach unten in der Beschreibung auf den Link gehen von meiner Pastebin-Seite und dort haben wir dann die Dateien drinnen. Und zwar sieht das Ganze so aus, wir haben dann hier die Datei oder den Ordner Waffenständer. Wenn wir da drauf gehen, haben wir hier einmal die Livonia und einmal die Tschernoros-Datei. Wir gehen jetzt auf Tschernoros einfach. Livonia funktioniert genauso. Und ja, hier müsst ihr wieder einfach nur Schritt für Schritt der Anleitung folgen. Und zwar brauchen wir als allererstes unsere Map Group PostXML. Diese müssen wir uns erst einmal downloaden. Dafür gehen wir einmal auf Nitrado, gehen in unsere Missions, suchen uns unseren Server aus, ob Tschernoros oder Livonia, und haben dann hier unten ja unsere Map Group Pose in der Regel grau hinterlegt, so dass wir sie nicht in Nitrado öffnen können. Das heißt, wir gehen hier auf das grüne Icon und laden es uns einmal runter, öffnen uns das Ganze in unserem Editor und können das dann jetzt hier einfach einfügen. Und zwar mache ich hier einmal eine Trennung, so dass ich auch weiß, wofür der folgende Abschnitt ist. Hab den jetzt Waffenständer genannt, gehe eine Zeile darunter, dann öffnen wir uns die Pastebin-Seite und kopieren uns einfach alle Zeilen, wo Group vorsteht, raus. Das Ganze geht dann bis hier hin. Wir kopieren uns jetzt erstmal hier für die Map Group Post die Geschichte raus und fügen die uns in unsere Datei ein. So haben wir jetzt schon mal die ganzen Positionen festgelegt, wo die Waffenständer stehen, welche Waffenständer wir nutzen wollen. Das sind nicht alle Waffenständer, die auf dem Server sind, sondern so halt vereinzelt verteilt über die ganze Map. Das Ganze können wir uns jetzt schon abspeichern in der Map Group Pose und gehen dann in die nächste Datei einfach. Und zwar haben wir hier dann füge folgende Zeilen in die Map Group Proto ein. Die Map Group Proto können wir uns in Nitrado selber öffnen, die brauchen wir uns jetzt nicht runterladen. Gehen in unsere Map Group Proto rein und auch hier ist wieder darauf zu achten, dass wir unter die ganze Defaults Geschichte gehen, damit uns die Datei auch so gelesen werden kann. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin, machen hier wieder einen Absatz rein, auch hier schreibe ich mir einfach wieder Trennung rein. Wir gehen auf unsere Pastebin und haben dann jetzt hier nur einen kleinen Abschnitt, den wir brauchen. Und zwar ist jetzt hier hinterlegt, welche Waffen wo spawnen soll. Das gehen wir aber gleich noch einmal eben komplett durch. Kopieren uns die Zeile raus, gehen wieder auf Nitrado in unsere Map Group Proto, fügen das einfach dort ein, speichern das Ganze ab und können den nächsten Schritt gehen, indem wir wieder auf die Pastebin-Seite gehen. Der nächste Schritt wäre die Types XML. Das heißt, wir kopieren uns das einmal alles raus, bis da unten hin, gehen wieder auf Nitrado, gehen in den DB-Ordner, in unsere Types XML und auch hier fügen wir es dann einfach an. Ich setze es einfach ganz oben dran. Auch hier schreibe ich mir wieder einfach nur für mein Verständnis, dass ich weiß, was da jetzt kommt, den Waffenständer rein, füge die Types ein und speichere das Ganze ab. Dann gucken wir, was wir als nächstes haben. Das wäre dann auch schon das letzte, und zwar in die Limit Definitions XML kopieren wir uns jetzt einfach nur noch die zwei Zeilen rein. Können wir auch auf Nitrado machen. Gehen in unsere Limit Definitions und fügen hier einmal bei Categories Rack Weapon ein und fügen bei Usage Racked ein.
Auch das speichern wir einfach nur ab. Schon haben wir auf unserem Server die bestehenden grünen kleinen Waffenständer, die auf den Militärgebieten meistens stehen oder nur und an den Straßensperren, mit Waffen versehen. So, was haben wir jetzt gemacht? Und zwar haben wir mit dem letzten Akt jetzt hier gerade, die zwei Zeilen, dem Kind einen Namen gegeben. Und zwar haben wir in unserer Types.xml ja unsere Gegenstände, die spawnen sollen, mit den Mengen, der Lifetime etc. pp. Und ganz unten haben wir dann die Category und die Usage. Und dort haben wir ja jetzt was komplett Neues generiert. Wir könnten es also auch anders nennen. Dann müssten wir es in unsere Limit Definition umbenennen und wir müssten es bei den ganzen Types umbenennen. Aber ich denke mal, das ist ja so in Ordnung, wie es heißt. So, dann auch unsere Types, die wir in dem Waffenständer drin haben wollen. In dem Falle wäre es die 101 in schwarz, die C527 in grün, die Winchester in schwarz und die SKS in grün. Diese vier Waffen können jetzt random in diesen Waffenständern spawnen auf folgenden Positionen. Und zwar haben wir hier mit der Zeile dann die Position im Waffenständer festgelegt. Wir haben hier einmal Static Miss Gunrack und haben dann halt nicht die Koordinaten von dem Waffenständer selbst, sondern die Koordinaten von den Waffen. Wie wir an diese Koordinaten kommen, bin ich dran. Gibt es bestimmt demnächst mal ein Video zu, aber erstmal habe ich nur die Dateien, die ihr euch so runterladen könnt. Was wir hier machen können, wir können uns jede x-beliebige Waffe im Prinzip reinschreiben. Diese müssen wir dann in den Types aber auch dann übernehmen, beziehungsweise die Category und die Usage abändern, dass dann halt auch diese Positionen ausgewählt werden für den Spawn. So, und ganz oben hatten wir dann ja die MapGroupPost-Datei. Mit der MapGroupPost-Datei geben wir einfach nur vor, welche Waffenständer wir haben wollen. Dort könnten wir jetzt auch hingehen und wenn wir die genauen Positionen von weiteren Waffenständern haben, könnten wir uns die hier drunter ergänzen und würden somit mehr Waffenständer auf dem Server generieren, wo dann halt random diese vier Waffen drin spawnen können. Ja, und wenn ihr dann alles richtig gemacht habt, dann sieht das nach kurzer Zeit auf eurem Server folgendermaßen aus. So, ich hoffe, das funktioniert reibungslos bei euch allen. Wenn es bei euch nicht funktioniert, dann müsst ihr einfach noch warten, dass eventuell Waffen despawnen, damit welche nachspawnen können. Ansonsten hoffe ich, dass euch das zusagt, ihr Spaß dran habt und weiter dran bleibt an meinem Kanal. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.